mit Prinzessin Estelle von Schweden. Sie hilft ihrer schwangeren Mama beim Plätzchenbacken. Und Prinz George und Charlotte verzücken ihre Fans mit einem neuen Familienfoto. Zu sehen in wenigen Sekunden bei uns. Willkommen, liebe Zuschauer. Weihnachtsgrüße aus der Backstube. Prinzessin Estelle von Schweden hat richtig Spaß am Backen. Vielleicht auch, weil sie dann heimlich vom Teig naschen kann. Und niedliche Grüße gibt's auch von George und Charlotte. Die großen und die kleinen Promis sind im Weihnachtsfieber. Zum Bikini reicht es bei uns zwar nicht ganz, aber Weihnachten bei Frühlingswetter bekommen wir, wie es aussieht, ja auch hin. Gleich zeigen wir Ihnen, was diese beiden Stars miteinander zu tun haben. Schön, dass Sie bei uns sind. Eigentlich ist Hape Kerkeling in Fernsehrente, aber gestern machte er eine Ausnahme und zeigte sich auf einem roten Teppich in Berlin. Denn die Verfilmung seines Buchs »Ich bin dann mal weg« feierte Premiere. Er war also mal da und traf auf den Film Hape, gespielt von David Striesow. Und Heiligabend macht man sich ja auch so ein bisschen schick. Das ist manchen Promis diese Woche nicht so gut gelungen. Oh du Schreckliche, oh du Stylische. Armin Müller-Stahl, mir ist aufgefallen, sein Weg hat ihn immer weiter nach Westen geführt. In Ostpreußen geboren, von der DDR ging es in die Bundesrepublik und dann mit etwa 50 zog es ihn in die USA, wo er ein Star in Hollywood wurde. Sein Weg gestern führte ihn wieder in östliche Richtung nach Berlin. Dort hat er seinen 85. Geburtstag gefeiert. Und zu einer Schauspielkollegin. Ursula Carven ist am Sonntag im ZDF zu sehen, in dem Film Das Weihnachtswunder von New York. Wir waren dabei, als der Film entstanden ist. Zu sehen am Sonntag um 20.15 Uhr im ZDF. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Es ist ja schon das letzte Wochenende vor Weihnachten, der 4. Advent. Hoffentlich haben Sie nicht allzu viel Stress mit Shopping und Vorbereitung. Und der Hinweis noch auf unsere Facebook-Seite facebook.com/leuteheute. Gucken Sie mal drauf. Ich freue mich, wenn Sie am Montag wieder reinschauen. Bis dahin. Tschüss.